Wenn ich das richtig sehe, ist Chuck Campillo der Mann mit der Glatze. Ja, jetzt lüge ich schon wieder. Da ist einmal ein Kampf in Jekaterinburg. Im Mohegan Sun Casino in Connecticut. In der Stadt Uncasville. Der 29-Jährige aus Chelyabinsk, der in Florida, in Fort Lauderdale zu Hause ist. 1,87 ist er. In denen er in die Vereinigten Staaten eingereist ist, also einreisen wollte, ist natürlich hier einiges schiefgelaufen. Na, nun kommt er schon mal mit der einen oder anderen Geraden durch. Ich wollte sagen, man muss natürlich Öffnung diese zweite für Gabriel Campillo. Die dritte scheint nicht so schlecht anzufangen für ihn. Sehr gut, dass der Ringrichter da nicht interveniert hat. Jetzt ist vorbei und das war's wohl. Naja, wartet aber klug. Mit geringen Erfolgsaussichten wie Campillo. Der gute Campillo, was die 10 Uhr da geschlagen hat. Beim dritten Niederschlag ist die Sache wirklich vorbei, auch nach den Regeln, und das war's jetzt. Deswegen brauchen wir gar nicht mehr zu zählen, und gleich abwinken gegen Grover Young. Ich durchaus, wenn er hier seine Klasse noch ein bisschen verbessert. So ein Sieg wie dieser, in dieser Fasson, ist durchaus dazu geeignet, ihn nach vorne zu bringen. Jetzt brauchen wir noch schwerere Gegner. Nicht physisch, sondern vom Können her natürlich.